Hallo und willkommen zurück bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und ja, wir haben jetzt Tom im Tagebuch besucht und müssen jetzt, würde ich mal schwer behaupten, den Spinnen folgen. Das heißt dann, dass wir jetzt in den verbotenen Wald müssen. Und das gefällt mir jetzt irgendwie so gar nicht. Ja, die Spinnen sind heute auf Wanderschaft. Wie viele Spinnen es doch hier gibt, ne? Obwohl, so ein altes Schloss, ne? Da ist schon einiges los. Hupala. Tipp, 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 tipp. Hallo. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, zu Hagrids Hütte, wenn ich mich da nicht täusche. Und da ist ja auch der verbotene Wald. So, oh, hier ist ja wirklich eine Massenflucht, hä? Der Obelisk ist der Basilisk. Obelisk ist eine Statue, beziehungsweise so ein anderes Teil. Ah, Moment, wir können aber, bevor wir jetzt hier weitergehen, ich weiß nicht genau, was das uns jetzt bringt. Aber wir haben ja hier den Vielsafttrank. Wir brauchen die Haare. Die Haare haben wir. Wir machen es einfach mal, weil die Ressourcen bzw. die Zutaten liegen ja hier alle rum. Von daher haben wir ja nichts zu verlieren. Ich weiß nämlich nicht genau, ob wir jetzt hier schon was freischalten können oder ob was passiert. Lassen wir es also mal überraschen. Jetzt brauchen wir noch die Kirschen oder was das darstellen soll. Die waren ja hier unten. So. Schauen wir mal, in wen wir uns jetzt hier verwandeln. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es. Ah nein, wir können nur irgendjemanden wählen. Okay. Ja, dann ist es egal. Ich habe gedacht, wir könnten jetzt speziell von irgendeinem hier die Rolle einnehmen, aber ja. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich und denken, das geht ja nicht immer so gut. So, dann schauen wir mal, wo wir hier hin müssen. Ja, ich würde gerne hier rein. Hallo. Oder. Ah nein, wir müssen erst bei Hagrid. Ist okay. Ich habe es nicht gesehen. Mein Fehler. Mal weit aus dem Fenster und sage, Hagrid ist nervös. Mit dem Besen gegen das Monster. Ah, der Zaubereiminister. Oh, da ist Malfoys Vater. Ja, wir sollen jetzt also den Spinnen folgen, für die, die es noch nicht verstanden haben. Wir müssen jetzt tatsächlich in den verbotenen Wald und wir sind im verbotenen Wald und das ist sogar ein Level mal. Oh. Und natürlich wie immer, an erster Stelle steht der wahre Zauberer, der Rest kommt danach. Ich
Hier bräuchten wir eigentlich einen Besen. Gehe ich dessen richtig... Gehe ich davon richtig aus? Aber man kann immer so ungefähr sagen, vom Münzenstand, wie lang so ein Level ungefähr wird, weil jetzt haben wir schon relativ viel. Nein. Ja, wir holen natürlich hier die blauen Münzen gerade mit, wenn sich das natürlich so gut hier anbietet. Wieso auch nicht. So, dann haben wir das nämlich. Aber wir müssen ja eh da hinten hoch. Was das hier auch immer für ein Ding ist. Hier müssen wir auf jeden Fall wieder was gießen. Aber natürlich werden wir erstmal wieder alles zerstören. Das können wir ja am besten. Zerstören und Münzen einsammeln, das haben wir drauf. Das klappt so langsam. So. Aber ob es im Endeffekt reicht, ist natürlich die Frage. Ja. Wir müssen auf jeden Fall den Hund hier hochbringen und das ist für mich noch die andere Frage, wie wir das schaffen. Kann er auch da drauf? Irgendwas übersehen wir hier. Vielleicht hier? Jawohl. Was ist denn das? Angriff der Killer-Eichhörnchen oder was? Ah nein, unsere Waldfreunde. Oder was sie auch immer darstellen sollen. Ja, hätte ich das gewusst, hätten wir noch mehr Pflanzen anbauen können. So, jetzt haben wir aber hier unseren Freund, den Hund. Den brauchen wir jetzt. Ja. Nicht schlecht. Gar nicht mal schlecht. Ah, Münzen her. Münzen her, Münzen her. Oder ich fall um. So, was haben wir hier noch? Oh. Ja, die Hälfte der Münzen haben wir schon. Das ist gar nicht mal so schlecht. Oh ja, haben wir fast noch die Pilze vergessen. Bringen ja auch immer gut Münzen. Moment. Oh, wo ist denn Harry? Harry!
Toll, das war hier, war wieder unnötiger wie unnötig. Wie immer. Aber ich glaube, diesmal können wir es doch tatsächlich schaffen. Vorwärts. Ja, andere Leute schwimmen. Warum sollte man auch den Besen benutzen? Klingt komisch, ne? Was haben wir denn da oben? Oh, einen Spieler. Vielen Dank. So, da haben wir 6 von 10. Aber es passiert hier irgendwie nicht so viel in dem Level, muss ich doch sagen. Ist doch eigentlich nur so ein gemütlicher Spaziergang durch den Wald. Oh, den anderen Baum hätten wir auch killen, den anderen Baum hätten wir auch platt machen können. Verdammt. Ja, da können wir noch sau viel kaputt machen, das habe ich gar nicht gewusst. Oh, Elendia. Ja, wir müssen natürlich jede Chance wahrnehmen, um den wahren Zauberer zu erreichen. Hilft uns ja im Endeffekt nichts, ich weiß, aber vielleicht werde ich das Spiel ja auch mal noch im Solo-Player durchzocken. Hallo? Ah, cool. Nicht schlecht. Und deshalb, vielleicht werde ich es für mich selber noch zu 100% durchmachen. Das weiß ich aber noch nicht genau. Oh, Ron Pullover. Warte, ich muss erstmal schauen, ob wir hier noch was haben. Ah ja. Das Level scheint doch diesmal noch ein bisschen länger zu dauern. Ich habe mich da mit meiner ersten anfänglichen These mit den Münzen doch, glaube ich, ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt. So, jetzt fehlt uns nur noch eine solche Pilzgruppe und dann haben wir das auch schon geschafft. Und da ist sie auch schon. Das Slytherin-Symbol.
So, auf ein neues. Oh, haben wir einen vergessen. Es tut mir leid. Ich wollte jetzt keinen hier benachteiligen. Hallo. Was ist denn das? Aha. Ah, okay. Muss man jetzt nicht ganz verstehen, aber ist okay. Oh, oh. Ich glaube, wir sind da. Oh Gott, da ist sie. Ja, das war dann wohl ein Schuss in den Ofen. Aragogs versteckt. Ah, lass mich in Ruhe. Liebe Freunde. Wer kennt sich mit Spinnen aus? Wie mache ich die Spinne platt? Ah, okay. Ja, es geht aber nicht. Ich weiß, es geht doch nicht. Ja, war ja klar. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Alles klar, Chef. Ich hab's kapiert. Aua. Wo ist denn das fette Stück? Die fette Spinne. Ja, ohne Tipps kriegt man das ja nicht hin. So, Aragog hat wohl jetzt keine Lust mehr mit uns zu spielen. Aber ich glaube, jetzt kommt die Armee. Ah, hallo. Aber ein Glück, da kommt unser Auto. Das Taxi ist da. Warum habe ich nur so einen Roller? Ba, ba, ba. Wer bin ich? Ich bin Ron. Ah. Die Spinne. Ich brauche Mittens. Ich brauche Mittens. Lass mich durch. Ah, was ist denn das? Hoffentlich bekommen wir noch den wahren Zauberer. Komm schon, gib dir Mühe. Es fehlt nicht mehr viel. Nein, da war noch... Komm schon. Komm schon, es kann nicht mehr viel fehlen. Komm schon. Jawohl, wir haben es geschafft.
Und jetzt weg. Ah, die Spinne. Ah. Also ich glaube, wenn man schafft, hier den wahren Zauberer sogar, wenn man bis hierhin noch gar keine Münzen an den Doppel. Ich hole alles zurück. Aber doch, zum Ende hin ein cooles Level, muss man sagen. Hier, aller Kürbiskopf Ron. Jetzt wissen wir auch, wie seine Haare orange wurden. Oh, wie sieht sie denn aus? Ich hasse diese Geräusche. Wir haben es geschafft. Level abgeschlossen und wir sind sogar wahrer Zauberer, haben den Ron im Pullover freigeschaltet und ein Hauswappen gefunden. Ist jetzt nicht die Welt, aber... Und wir haben einen Schüler in Gefahr gerettet, ohne dass ich gewusst habe, dass ich es gemacht habe. Und Schüler in Gefahr, 44 Steine haben wir jetzt. Und klar setzen wir die Geschichte fort, allerdings werden wir dann hier den Cut setzen, wie üblich. Aber wir schauen jetzt mal, was hier noch passiert. Oh, Gilderoy Lockhart spielt sich natürlich auf. Und ja, jetzt müssen wir Gilderoy Lockhart folgen. Und wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende von Teil 2. Aber man muss sagen, so von der Größe der Teile ist Harry Potter bis jetzt eigentlich in Ordnung von den Lego-Spielen. Ich weiß gar nicht, welche Aufnahme das hier ist. Ich muss gerade mal schauen. Das hier ist schon die 16. Aufnahme, von daher geht das eigentlich in Ordnung. Es warten natürlich noch viele Teile auf uns. Und jetzt bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.